Also, dann fangen wir jetzt mal an. Wir haben 5 zentrale Forderungen gestellt. Und die erste, ihr kennt vielleicht alle diesen Verkehrsplan, den haben wir hier vielfach ausgehängt, wie wir wollen, dass die Stadt bis 2025 sich verändert. Und eine der wichtigsten Forderungen, die auch am meisten Verschiebung vom Auto wegbringt, ist ein gutes Netz von Fahrradstraßen. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht, welche Straßen aus dem Autonetz rausgenommen werden sollen und zu reinen Fahrradstraßen maximal anliegerfrei umgewandelt werden. Das ist ungefähr ein Drittel des bisherigen Autonetzes. Und man kann mit sowas, wissen wir es an anderen Städten, Verschiebungen bis über 50% des Verkehrs auf Fahrradstraßen bringen. Was meinst du? So ein Netz von Fahrradstraßen in Gießen? Ja. Man muss es halt nur realistisch sehen. Wir haben ein großes Problem in Gießen und das ist der enge Verkehrsraum. Das zweite ist, dass wir sehr viele Menschen haben, die nach Gießen einpendeln. Ich selber fahre im Jahr 3000 Kilometer Fahrrad und zwar nicht auf Radtouren, sondern hier in der Stadt. Ich benutze mein Auto extrem selten. Wir haben vor 5 Jahren, das war noch die alte Regierung, hat die SPD-Fraktion einen Prüfantrag eingebracht zur Errichtung einer Fahrradstraße, und das war die Goethestraße, was jetzt der Dezernent plötzlich wieder aus der Schublade kramt, weil ich der Meinung bin, dass wir in Gießen, deshalb bin ich da so ein bisschen vorsichtig mit den Fahrradstraßen, weil ich nichts davon halte, riesige Versprechungen zu machen, das macht hinterher der Kollege von den Linken wahrscheinlich, die man aber letztendlich dann nicht durchhalten kann. Das ist für mich nicht seriös, aber ich weiß, was man machen könnte. Man könnte eine Achse legen durch diese Stadt mit Fahrradstraßen, und zwar hinten vom Schiffenberger Tal, also vom Phil 1, Phil 2, durch die Goethestraße, über den Seltersweg und dann hier durch Richtung Westen, also eine Ost-West-Tangente. Die gibt es nicht, das ist ein Riesenproblem. Die Neustadt ist voll mit Autos, die neue Bäue ist voll mit Autos. Das ist mein großer Kampf, dass wir da die Autos rauskriegen. Und das wäre für mich quasi die erste auch machbare und sinnvolle Fahrradstraße. Ich meine, Lohnistraße zu Fahrradstraße zu machen, ist Pillepalle. Das bringt eigentlich gar nichts. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Fahrradstraße machen auf den Anlagenring. Das hat der Dezernent, der Bürgermeister ja abgelehnt. Das stimmt übrigens nicht, da haben wir in der Koalition nie drüber gesprochen. Ich bin für einen einspurigen Gießener, also in Anlagenring, das geht auch verkehrstechnisch, immer schon gewesen, lieber Kollege. Da warst du noch gar nicht im Parlament. Denn es geht, wir haben es auch mal getestet, da war eine nette Baustelle und es hat wunderbar funktioniert. Also eine Fahrspur und eine Spur für Busse und Radfahrer würde funktionieren. Man könnte hervorragend um die Stadt rumfahren, müsste mit dem Fahrrad vielleicht gar nicht durch die Stadt durch. Fertig? War das jetzt Ihre persönliche Meinung oder die? Nein, es gibt ein Wahlprogramm der SPD, da steht das auch alles drin. In dem Wahlprogramm der SPD? Zur letzten Kommunalwahl, da war das drin. Ja, also für ein umfassendes Netz von Fahrradstraßen. Ja, natürlich, ich bin doch selber Fahrradfahrer. Ich sehe doch, wie eine Straße, das ist das beste Beispiel, durch den Autoverkehr total entwertet wird. Immobilien verlieren ihren Wert, die Wohnqualität, Geschäfte laufen schlecht. Das Auto hilft uns nicht. Darüber müssen wir noch reden, was Einzelhandel betrifft. Die ganze SPD ist für ein umfassendes Netz von Fahrradstraßen. Die ganze SPD, sowas gibt es nicht. Die sind dafür, die das wollen und ich will das. Ja, aber wenn das nicht die Mehrheit ist, dann passiert nichts. Doch, wir sind ja die Mehrheit in der Fraktion. Wir bestimmen das ja. Immerhin habe ich es auch geschafft, die Ostanlage zuzukippen. Also die Querung. Ja, bin ich in Zukunft mal gespannt. Ja, ich auch. Zweitens, wir fordern für Gießen den Wiederaufbau der Straßenbahn. Oh. Das hat eine Menge von Gründen, unter anderem, Straßenbahnen können viel mehr Menschen transportieren als Busse, brauchen keine Asphaltflächen, das heißt, sie sind viel besser in Fußgängerinnenzonen, Grünanlagen oder Ähnliches zu integrieren. Wir können, wenn wir in der Innenstadt ein Straßenbahnnetz machen, die Asphaltflächen hier beseitigen, und wir fordern die Straßenbahn als Regiotram, weil Gießen hat etwas, was nicht jede Stadt hat, ein strahlenförmiges Bahnnetz. Und das bedeutet die Chance, dass wir an bestimmten Punkten die Straßenbahn auf die Schiene, auf die Eisenbahnschienen fahren lassen können, sodass das Umland von Lolla, die sowieso ja noch zu reaktivierende Lumnatalbahn, von Grünberg aus, von überall aus, man nach Gießen reinfahren kann und dann bis auf den Marktplatz direkt durchfahren kann. Das ist das Prinzip einer Regiotram. Und meine Frage jetzt, was sagst du bzw. die SPD zum Wiederaufbau eines Straßenbahnnetzes? Ja, wisst ihr, was 1 Kilometer Straßenbahn kostet? Das ist ein böses Argument, Totschlagargument, ich weiß.
Ja, die sind ja schon da. Eine Million, ungefähr eine Million. Das Schotternetz muss so extrem stabil sein und so breit sein, dass da gar nichts wächst. Geht mal nach Kassel, da haben sie eine neue Linie gebaut, da sieht man das. Aber nichtsdestotrotz. Wir haben ja in Gießen, da hat Jörg vollkommen recht, diese wunderbaren Bahnlinien, die man hervorragend als Regiotram nutzen kann. Übrigens steht das schon im Wahlprogramm der SPD, das ist auch nichts Neues. Da müsst ihr euch nur angucken, da stand das drin zur letzten Kommunalwahl. Deshalb haben wir ja zum Beispiel bei diesem neuen Wohngebiet, wo früher diese RMV-Busse standen im Aulweg, ist das Gleisdreieck und da ist extra Platz freigehalten worden für einen zukünftigen Bahnhaltepunkt. Das heißt, es wird eine super Sache, es soll ja auch von der Bahn in der Gießener Nordstadt ein Haltepunkt geschaffen werden. Das heißt, wir hätten so etwas wie eine Stadtbahn und das wollen wir auch unterstützen. Das unterstützen wir auch mit der Lundertalbahn. Das Problem ist halt auch, dass wir einen Kreis haben, der uns umgibt, der verkehrspolitisch eigentlich gar nichts tut. Und das ist natürlich auch ein Problem, über das wir heute nicht reden, aber was existiert. Also wir sind voll auch dafür. Allerdings Straßenbahn in dieser Stadt, das halte ich für utopisch. Übrigens gibt es Straßenbahnen, die gar keine Schienen brauchen. Da habt ihr gar nicht dran gedacht. Es gibt die neueste Entwicklung und das fände ich eine gute Idee. Das sind Straßenbahnen, dreiteilige Bahnen. Man könnte sie an- und abhängen, je nach Personenzahl, die da mitfahren müssen. Die haben eine besondere Markierung auf der Straße, sind programmiert, haben eine Kamera und fahren einfach auf dieser Strecke dann, wie eine Straßenbahn ohne Schienen. Das könnten wir uns sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen haben wir in Gießen ja mittlerweile nur noch gasbetriebene Busse, die eine wesentlich bessere Ökobilanz haben als jeder Elektrobus. Alle Busse, die hier stinken, sind nicht von der Stadt Gießen, die sind vom RMV und so weiter. Und die Busse werden übrigens 100% mit Biogas betrieben, was in Heuchelheim und Busseck hergestellt wird. Also Regiotram ja, Regiotram ja, und als S-Bahn auf den unseren jetzt vorhandenen Bahnschienen, aber eine Straßenbahn halte ich für unrealistisch und halte ich auch für, das bringt uns nichts. Idee wäre wirklich diese Straßenbahnen, die selbstständig auf den Straßen fahren. Das ist denkbar und das gibt es auch schon. Nur noch nicht in Deutschland. Aber vielleicht sind wir vorneweg. Fertig? Nachfrage? Ja, Nachfrage in der Hinsicht, dass ich gern konkretisiert hätte, wann denn die neuen Haltestellen gemacht werden, von denen gerade gesprochen haben. Also das sind ja Haltestellen, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Das ist ja immer das Problem. Das ist ja eine Sache, wir müssen der Bahn sagen, wir wollen das und dann sagt die Bahn, ja, dann zahlt ihr erstmal. Also es ist grundsätzlich so, das müssen alle wissen, wer irgendwas mit der Bahn macht, verliert immer und zahlt immer. Das ist grundsätzlich so. Und das ist halt ein Riesenproblem. Die Bahn plant das, wahrscheinlich da Rottbergstraße, aber da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Das ist ja auch ein Problem, dass wir als Kommune immer die Letzten sind, die noch was zu sagen haben. Deswegen sind wir für eine Straßenbahn, die unabhängig von der Deutschen Bahn ist, aber ja, okay. Gut, dann das heißt, Sie können keine konkrete Aussage über die Termine ungefähr der Entstehung der neuen Haltestellen machen? Nee, das kann keiner. Aber Sie würden, um unsere Liste zu verführen, sagen, dass die SPD Gießen für eine Straßenbahn ist, in Gießen. Nicht Straßenbahn, Regiotram, S-Bahn auf den bestehenden Gleisen. Das wäre ja ein Riesenfortschritt, wenn wir das hätten. Ja? Regiotram ist was anderes. Ja, davon rede ich. Nein, die Regiotram wäre Straßenbahn. Hä? Also eine Regiotram auf den Bahngleisen, das wollen wir, die jetzt bestehen. Das ist ein Zug. Nein, die können, das ist doch völlig egal, die können da auch drauf fahren. Ein Zug ist auch ein Faschingszug, das ist auch ein Zug. Einen Leichenzug gibt es auch. Okay, also, ja, nein. Was, ja, nein, verstehe ich nicht. Noch einmal, wir wollen, dass wir innerstädtischen Verkehr auf den bestehenden Gleisen fahren können. Dass jemand von Lolla kommt und zum Beispiel in der Nordstadt aussteigen kann, aus Ratsgarten aussteigen kann, am Bahnhof aussteigen kann und von dort auch zum Beispiel weiterfahren kann in die Licherstraße. Das heißt, wir haben ja eine innerstädtische Zugverbindung. Die Gleise werden gerade eben immer noch rausgerissen, aber... Nein, nee, es werden Gießen keine Gleise rausgerissen. Nee. Echt nicht? Nein, wo denn? Okay, dann sagen wir zur Regiotram, zur Straßenbahn haben Sie Nein gesagt. Zur Straßenbahn in der Stadt, wie das da auf dem Plan steht, das nein. Ist... Nein, sagen Sie Nein, sagt SPD Nein. Ja, nee, ich habe gesagt, wenn es die Lösung gäbe mit diesen anderen Bahnen, ja, es ist nur nicht technisch machbar. Dann mach doch Nein, mein Gott. Würde ich auch so sehen. Also Tram ist das englische Wort für Straßenbahn und nicht für Zug.
So, die S-Bahn fährt auf Zugstrecken. Ja, S-Bahn oder was anderes? Nein, 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 S-Bahn. Ja, ist die Verbindung Regiotram ist das Wort für die Verbindung von Zug und Straßenbahn. Das ist einfach das Wort einer S-Bahn. Was ist da eine S-Bahn? Eine S-Bahn ist eine mit dichteren Haltestellen, genau das, was du vorgeschlagen hast. Das ist eine S-Bahn. Also, wir wollen eine S-Bahn. Ja, 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 ja. Die haben uns eine Frage nach der So. Die dritte Forderung ist ja unsere exotischste. Aus baulichen Schwierigkeiten ist es nicht so einfach, Klinik, also die verschiedenen großen und Uni- und Ex-Uni-Standorte miteinander zu verbinden. Wir müssen den Erdkauter Weg, am Erdkauter Weg die Linie nach Lich und Hungen queren. Da müsste man mit einer Regiotram auch in die zweite Ebene gehen. Das würde sehr teuer sein. Und es gibt ja etwas viel, viel Billigeres als System. Autonomes Fahren, Elektromobilität, die Seilbahn. Klingt in Deutschland immer sehr exotisch. Aber es gibt Städte vor allem im globalen Süden, wo die nicht immer nur, das ist ja nicht gerade die Ecke der Autoindustrie, da gibt es ganze Städte, wie zum Beispiel La Paz, die ihr Hauptverkehrssystem inzwischen über Seilbahn machen. Seilbahnen sind hoch Fußgängerin-kompatibel, sind hoch Fahrradfahrerin-kompatibel und man kann sie sind viel billiger zu bauen. Sie können zwar nicht so viele Leute transportieren, dafür haben sie einen halben Minutentakt. Und man kann sie auch, wenn man mal was verändert, relativ schnell wieder verlagern. Und wir haben vorgeschlagen, weil der Naturwissenschaftscampus mit dem Ziel nicht so gut zu verbinden ist, weil der Bahn inzwischen nicht gleich dort eine Seilbahn zu bauen, unsere Uni-Seilbahn, und damit alles gut angebaut wird. Bahnhof, Klinik, Naturwissenschaften, Philosophikum und dann auch noch die Kreisverwaltung, die sie da auch an der Autobahnabfahrt gebaut haben, weil sie dachten, alle Leute im Kreis fahren sowieso Auto. Also die Sachen miteinander zu verbinden mit einer Uni-Seilbahn. Was sagt denn die SPD dazu? Da sagt die SPD zu, dass wenn das eine Uni-Seilbahn ist, dass die Uni auch bezahlen muss. Also die Frage ist ja, also ich meine, Jörg Kuckuck, ich kenne dich ja, ne? Aber ja, bist du schon. Es ist ja gut, Maximalforderungen zu stellen, aber das ist nicht ehrlich und seriös. Und ich sage, oh, das finden wir toll. Eine Seilbahn, ich stelle mir nur vor, in Gießen, wo sich jeder Bürger über jede Veränderung aufregt, für jeden Mist, dann kann dann die Kollegen von der Linken machen, dann gleich wieder Bürgerentscheid gegen die Seilbahn, weil die Leute gucken denen dann ins Wohnzimmer rein, die da vorbeifahren. Das war jetzt ein Spaß. Also wir halten davon gar nichts, vor allem wissen wir gar nicht, wie wir das bezahlen wollen. Ich möchte jetzt nur dazu was sagen. Weil ich sage dazu sonst nichts mehr. Ich habe ja 2,5 Minuten Zeit. Du kannst schon sagen, dass wir das nicht wollen, weil es macht keinen Sinn. Wir sind eine Stadt mit ganz, ganz vielen Menschen, denen es nicht gut geht sozial, die enorme Unterstützung brauchen. Wir sind aber eine Stadt, die gleichzeitig sehr wenig Steuereinnahmen hat. Das ist systembedingt. Und wir müssen uns eins überlegen, wie verteilen wir auch das Geld, was eine Stadt zur Verfügung hat. Und ganz ehrlich, wer nutzt denn diese Seilbahn? Studenten. Studenten haben ein Ticket, was steuerfinanziert ist, von den Leuten, die sehr wenig verdienen. Studenten können Fahrrad fahren, aber in Gießen parken Studenten zum Beispiel bei der Uni kostenfrei. Ich frage mich, warum bietet die Uni und die GRM ihren Studenten, ihren jungen Leuten, kostenfreie Parkplätze an? Und die sind voll. Die Studenten in unserer Nachbarschaft fahren jeden Tag mit dem Auto in die Uni. Das sichert ihr wahrscheinlich nicht, aber dann soll doch die Uni diese Seilbahn finanzieren von dem Geld, das sie einnimmt durch ihre Parkplätze. Also das macht einfach keinen Sinn. Es tut mir leid, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ganz ehrlich, Gießen mit La Paz zu vergleichen, sorry, also da spare ich jetzt Zeit ein. Das macht für mich keinen Sinn. Das ist für mich nicht realistisch. Und realistisch wären, wie gesagt, andere Formen der Straßenbahn oder der S-Bahn, aber keine Doppelbahn. Übrigens kann man auch Fahrrad fahren. Geht bis zum Bahnhof. Menschen, die keine Einschränkungen haben, die können immer Fahrrad fahren. Das ist richtig. Naja, also Moment, stopp. Also, die Uni-Seilbahnlinie, wir reden jetzt nicht von Menschen mit Behinderung. Jetzt wird es langsam ein bisschen schwierig. Ja, davon reden wir nicht. Das war jetzt nicht das Thema. Es geht hier um eine Uni-Seilbahn. Ja? Sie haben gerade über ein Thema geredet, das nicht dazugehört. Doch, das gehört auch zum Fall. Nee, das finde ich jetzt absolut daneben. Wir haben jetzt die 15 verstärkt in die 17. Weißt du, was das im Jahr kostet? Eine Buslinie im Jahr, und ich rede jetzt nicht vom neuen Bus, 1 Million Euro.
Und das müssen wir finanzieren. Und wenn wir in einem Staat leben, in dem die Kommunen nicht ordentlich versorgt werden mit Finanzmitteln, wenn wir ein Staat... Ja. Also sind Sie jetzt dafür oder dagegen? Wir sind definitiv gegen eine Seilbahn, obwohl die extrem kostengünstig ist und sehr auf, meiner Meinung nach, und ja, okay, ich bin dagegen. Für die bisherige Resonanz auf der SPD ist dagegen. Positive Rückmeldung. Gegen eine Seilbahn. Okay, SPD ist gegen eine sinnvolle Seilbahn. Gegen eine Seilbahn. Okay. Weiter geht's, ja, ja. Jetzt kommt eine soziale Forderung. Das wäre mal was für die Sozialdemokraten. In der Verkehrswende-Debatte erleben wir in vielen anderen ja auch häufig Öko-Vorschläge, die vor allen Dingen die Reichen mitgehen können. Alles soll teurer werden, damit der Umweltverbrauch sinkt und so weiter und so fort. Im Konkreten führt das natürlich immer dazu, dass die ärmeren Menschen kaum noch was machen können und die Reicheren weiter alles konsumieren können. Und deshalb wollen wir unsere verkehrswende Vorschläge mit etlichen sozialen Dingen verknüpfen. Und eine davon ist die Abschaffung des Fahrkartensystems, also die klassenlose Gesellschaft im Waggon oder anders auch genannt, der Nulltarif. Dann, wenn er eingeführt wird, könnten halt alle Menschen gleichberechtigt alles benutzen. Ansonsten bleibt es halt dabei, auch wenn wir neue Verkehrsmittel hier schaffen, eine Straßenbahn, dass die Leute, die halt zu wenig Geld haben, weiterhin Schwierigkeiten haben, zu den Orten des Lebens hinzukommen, am Leben teilzunehmen. Und deshalb fordern wir neben dem Ausbau der Fahrradstraßen und des ÖPNV den Nulltarif, damit alle gleichberechtigt mobil sein können. Mobilität ist ein Grundrecht. Und was sagt jetzt die SPD zum Nulltarif? Das wollte ich in unserem Wahlprogramm haben. Das wurde aber leider rausgestrichen. Das Problem ist, was wir dabei haben, natürlich wie leider, ich muss das so sagen, es ist die Finanzierbarkeit. Es ist einfach so. Und ich will nicht unseriös sein. Wenn ich weiß, dass wir 8 Millionen Euro im Jahr aufbringen müssen, um junge Menschen, die aus den Familien rauskommen, zu unterstützen und ihnen Unterkunft zu bieten, weiß ich, dass eine Buslinie defizitär arbeitet. Das heißt, wir müssen jedes Jahr jetzt schon 3 Millionen Euro in Stadtwerken für den Busbetrieb nur der Stadtbusse zuschießen. Wir müssen uns überlegen, wie wir das bezahlen. Wenn wir einen unentgeltlichen Verkehr machen würden, hätte ich kein Problem mit, wenn wir die Möglichkeit hätten wie in Frankreich. Aber, und das ist wieder das Problem, wir sind nur kommunal, wir sind nicht Land und wir sind nicht Bund. In Frankreich gibt es ein kommunales Recht, eine Mobilitätsgebühr zu erheben. Jeder Bürger zahlt die, der jetzt, sag ich mal, gewisses Einkommen hat, der jetzt nicht von Transferleistungen lebt, der muss diese Abgabe zahlen. Und davon wird der ÖPNV finanziert. Das haben wir nicht. Wir haben eine Bundesregierung, die zulässt, dass riesige Autos steuerfinanziert auf der linken Autobahnspur fahren, SUVs ohne Ende, die dann irgendwie steuerlich abgeschrieben werden. Wir haben als Stadt überhaupt keine Chance. Und ich bitte das auch mal realistisch zu sehen, welchen Spielraum man überhaupt hat. Wenn wir diesen Fahrverkehr unentgeltlich machen würden, würde übrigens unser System auch zusammenbrechen, weil wir müssten ja permanent neue Linien schaffen und das muss finanziert werden. Vergesst bitte nicht, wir waren unter dem Schutzschirm. Diese Stadt hat nicht an einer Stelle soziale Leistungen gekürzt. Andere Städte haben alles Mögliche kulturell und sozial geschlossen. Wir müssen sehen, dass wir in dieser Stadt das gleich verteilen. Was man natürlich macht und was wir auch gemacht haben, ist ja für die städtischen Angestellten dieses Ticket. Und es wäre halt wünschenswert, wenn die Arbeitgeber und andere Leute das auch machen würden. Dann wäre genug Geld in der Kasse und wir könnten als Stadt uns um die kümmern, die gar keine Arbeitgeber haben. Nur, wir sind nicht alleine verantwortlich. Wir sind eine solidarische Gesellschaft. Dann möchte ich gern, dass Otto und Co. in Zukunft und die Uniklinik und UKGM in Zukunft auch ihren Angestellten dieses Ticket zur Verfügung stellen, was sie statt diesem macht. Wenn wir das schaffen, ist der unentgeltliche ÖPNV überhaupt kein Problem mehr. Aber auch das ist schwierig und dazu brauchen wir euch Bürger. Wir können ja lange Anträge stellen, UKGM, dann macht's doch mal. Das würde funktionieren. Also, ich bin dafür und ja, ich weiß, ja, nicht gut. Das wunderschöne Vorwurfskarussell wurde gerade wieder angekurbelt. Die Bevölkerung sagt, die Politik ist schuld, die Politik sagt, die Unternehmen sind schuld, die Unternehmen sagen, die Bevölkerung ist schuld. Und verantwortlich. Ja, genau, sag's doch. Sie haben jetzt auch schon zu keine Ahnung wie viel mal die Kosten als Totschlagargument benutzt. Und es ist eben so, dass sehr, sehr viele Menschen von einem Wohlstand profitieren würden im Prinzip.
alle Menschen würden von einem größeren Punkt profitieren. Der SUV-Fahrer. Komm, ich sage mit. Also, können wir sagen, dass Sie vielleicht für den Durchbruch sind, aber die SPD gegen? Nein, das stimmt nicht. Wir sind, wenn wir es finanzieren können, sind wir da. Ich habe doch gesagt, wie das macht. Ich habe doch einen ganz konkreten Vorschlag gemacht. Wir gehen jetzt alle auf die Arbeitgeber zu, UKGM und so weiter, Uni, so wie es die Stadt vorgemacht hat. Die kriegen alle ihr ÖPNV-Ticket, dann haben wir ganz viele Leute im ÖPNV, die kriegen das Geld und davon finanzieren wir für die Menschen, die sich nicht leisten können, den unentgeltlichen Nahverkehr. Überhaupt kein Problem und dafür sind wir konstruktiv. Ich habe noch kein Plakat in Gießen gesehen von der SPD, wo drauf steht, wir für Nulltarif oder so, ist eine Art. Deswegen. Das steht im Wahlprogramm. Es steht, Sie haben doch gerade gesagt, es steht nicht im Wahlprogramm. Ja, aber im Main steht es drin. Also fragt ihr, was wir gleich sagen? Ja oder nein? Ja, habe ich doch gesagt, unter den genannten Bedingungen. Das haben Sie bei jeder Antwort gesagt. Ja, ich sag doch nicht einfach ja zu irgendwas. Nee, das waren absolute Sticher, die hatten Finanzierungsvorschlag. Den hat es in Gießen noch nie so gegeben. Noch nie. Der Herr Meier weiß das in seiner Zeitung. Hoffentlich schreibt er das morgen. Nächste Forderung. Okay, wir sind bei der letzten Forderung, die alles jetzt zusammenfasst. Wenn würde wir eine Regiotram haben, viele Fahrradstraßen, würden wir die Uniseilbahn haben und einen Nulltarif, werden es nur so wenig Autos, dass gar keinen Sinn mehr macht, überhaupt welche in die Innenstadt reinfahren zu lassen. Das im Ergebnis fordern wir als Anfang davon, die Autos aus Gießen rauszudrängen, sie aus dem Innenstadtring rauszudrängen, also die autofreie Innenstadt als Forderung bis 2025. Und zwar meinen wir damit die Mitte des Innenstadtringes, das heißt die inneren beiden Spuren, auch autofrei, das wird also die Fahrradstraße, wo alle Fahrradstraßen zusammenkommen und man dann immer rumlaufen kann um die Innenstadt. Und keine Autos, natürlich Krankenwagen und sowas, Feuerwehr können rein, aber die können jetzt auch in den Seltersweg fahren, das ist kein technisches Problem. Keine sonstigen Autos mehr innerhalb des Anlagenrings, eine autofreie Innenstadt. Was sagt die SPD dazu? Ja, ich habe jetzt einfach ja gesagt, jetzt kriege ich mein Häkchen. Oder soll ich konkret werden? Ja? Also, eine autofreie Innenstadt habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich habe das schon angesprochen. Wir können innerhalb des Anlagenrings den Verkehr reduzieren. Wir haben hier in dieser Stadt extrem viel Parkzugverkehr. Das ist völlig absurd. Wenn ihr euch diese Straße anschaut, da kämpfe ich seit 5 Jahren dafür, hinten beim Kinocenter zuzumachen. Wir haben hier Abkürzungsverkehr, völlig sinnlos. Wir haben hier Pauseverkehr. Ihr müsst abends um 17 Uhr hierher kommen. Das ist nicht zu ertragen. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben hervorragende Parkhäuser außerhalb des Anlagenrings. Wir müssen hier im Anlagenring bräuchten wir Anwohnerparken, das ist selbstverständlich, weil hier Menschen leben. Wir brauchen Menschen für Parkplätze mit Behinderungen. Wir brauchen Kurzzeitplätze für Menschen, die mal kurz zum Arzt müssen, die was holen, bringen. Wir brauchen in der Johannesstraße keine Parkplätze. Wie bitte? Das und autofrei bedeutet für mich, dass wir in dieser Innenstadt keinen Parkzugverkehr mehr haben. Dass wir nicht jemanden haben, der hier reinfährt. Und jetzt kommt natürlich gleich das Thema der Handel. Ich träume von einer Stadt, in der die Straßen aufgewertet werden, in der nur derjenige reinfährt, der es unbedingt muss, aber nicht jemand, der hier parken muss. Wenn ich nach Frankfurt fahre, weiß ich auch, ich finde nicht direkt an der Zeile Parkplatz, ich weiß genau, ich muss im Parkhaus. Die Gießener Autofahrer, die hier reinfahren, und das ist leider auch ein Problem aus dem Umland, glauben, sie könnten immer noch direkt vor dem Geschäft parken. Das ist absurd und das geht nicht. Und ich habe zum Beispiel, jetzt haben wir einen Antrag, der ist jetzt heute Mittag, deshalb ist der Fraktionsvorsitzende nicht da verhandelt worden. Ich habe den Antrag angebracht, auf der Straße von Wettenberg nach Gießen, Rottheimer Straße, das ist nämlich autofreie Innenstadt dann, eine Fährtenampel einzurichten, um den Menschen aus dem Umland das Autofahren etwas unangenehmer zu machen, damit sie sich überlegen, fahre ich nicht lieber mit dem Bus, mit dem Fahrrad, denn das ist ja das Problem. Und darüber haben wir überhaupt nicht geredet. Wie bringe ich einen Autofahrer, der nur Vorteile hat, warm, bequem, schnell, variabel, trocken, viel Gepäckraum. Wie bringe ich den dazu, wie ich, mich aufs Fahrrad zu setzen? Was ist sein Vorteil? Und wir werden die Bürger nicht zu irgendwas zwingen. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen eine Vision entwickeln, die so stark ist, dass man sagt, so eine Stadt will ich. Und ich will eine Stadt, in der keine Autos in der Innenstadt unnötigerweise rumfahren. Mir geht das tierisch auf die Nerven, weil ich als Radfahrer ständig leide. Sie oder die SPD?
Ich bin die SPD in dem Fall hier. Ich vertrete die SPD. Ja, da gibt es ja trotzdem noch einen Unterschied. Also, wir haben das auch übrigens im Wahlprogramm, steht das drin, und das ist auch im Koalitionsvertrag, dass wir solche Straßen, Neubaue und Neustadt aufwerten wollen, indem der Verkehr hier rauskommt. Aber wir müssen es auch mit dem Handel machen. Und der Handel hat noch nicht verstanden, dass er von einer autofreien, schönen, nachhaltig gestalteten Innenstadt viel mehr profitieren würde als von dem Parkplatz. Denn wenn ich einen Parkplatz haben brauche, dann kann ich auch Internet kaufen. Dann habe ich das Problem nicht. Also, ja. Der SPD sagt ja. Ich bin gespannt, was passiert. Ja, ich auch. Vielen Dank. Das waren unsere 5 Fragen. Für alle Menschen, die noch mal so ein bisschen nachlesen wollen zu den Forderungen, die wir gestellt haben, um sich so ein paar Sachen auch noch zu informieren. Ich empfehle zum Beispiel mal einen Blick auf die Stadt Gent, die auch diese Debatte hatte und die sich durchgerungen hat, eine autofreie Innenstadt zu machen. Wie das bejubelt wird, gerade von den Geschäftsinhabern, ist ja ein bisschen absurd, dass es hier so eine ganz durchsichtige Initiative gibt. Die wollen unbedingt die Autos in der Innenstadt behalten, weil sie glauben, dass für die Geschäfte gut ist. Guckt euch mal die Regiotram in Chemnitz an, die ist relativ neu. Das passt sehr gut zu den Verhältnissen in Gießen dort, weil die auch so ein strahlenförmiges Netz haben. Und die ist relativ neu, weil die dann auch mit ganz modernen, für Regiotrams gebauten Fahrzeugen da problemfrei herumfahren. Informiert euch über den Nulltarif. Wir haben das bei uns auf der Internetseite auch genau beschrieben, warum der Nulltarif gar kein zusätzliches Geld bringt, sondern auf einen Schlag Kosten einspart. Das ist alles vorgerechnet. Und das könnt ihr euch alles angucken. Ihr könnt reingehen über die hier überall aushängende Seite gießen-autofrei.tk. Jetzt gibt es ein bisschen Musik und in ein paar Minuten geht es weiter mit den Grünen.